Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf Jump Broke, Fußball beendet Freundschaften mit Matt ist auf jeden Fall am Start und noch ein Kollege auch da. Ja Mann, wir sehen Fenerbahce, Beşiktaş, Galata und wir starten einfach mal rein, Leute. Geht! Nach langer, langer Zeit auf diesem Kanal eine Live-Reaktion. Worauf? Wir reagieren jetzt live auf Beşiktaş, Gala und Fenerbahce. Ich glaube, so spannend warst du nie in der Liga. Gala. Noch nie in gar keiner Liga. Aber ich glaube, es gibt auch in gar keiner Liga so ein Dreier-Derby. So eine Schiebung. Ich habe von irgendwelchen Kanal. Ich habe ein Stück gesehen, Leute, und dachte mir, komm, du musst das einfach mit den Leuten darauf reagieren. So, für die fragen, welche Mannschaft ich bin, genau diese hier. Diese mit 3 Sternen. Die hier, junge Leute. Leute, ich habe noch Grundschultrikots, wo R. Carlos auf meinem Rücken steht, Digga. Guck mal dieses Trikot an. Hier noch weiter. Ich habe, Digga, hier, zack, zack, zack. Diese Mannschaft, die den 4. Stern holen könnte. Geht's weiter, geht's, Digga. Hatten auf Instagram, sorry, die Digitricks geklärt, Bruder. Heftig. Wir gucken gerade auf 3 Monitore in das Spiel. Ich habe auf das Spiel 1000 Euro gewettet. Wir gehen mal kurz die Szenarien durch, meine Damen und Herren. Wenn Beşiktaş gewinnt und Gala auch, ist Beşiktaş Meister. Gehen wir mal davon aus, dass Beşiktaş und Gala findet, aber Fener gewinnt, ist Fener Meister. Das wird ganz, ganz komisch. Wird auf dem Dachboden, Jungs, ist ein bisschen zu stickig, deswegen haben wir Fenster aufgemacht. Natürlich haben wir auch alle Schnelltests, Corona-Tests, PCR-Tests, alles der Maßnahmen. Hey, wir haben gespielt. Ich habe irgendwie auch aber gestern gebetet, dass Beşiktaş Gala verliert, wenn er gewinnt, war sehr unwahrscheinlich. Ich hatte eh keine Hoffnung mehr. Bei uns wäre eigentlich im Kader Abu, aber wir haben doch im letzten Spiel, haben die es doch geschlagen, der Dings. Die wurden gesperrt fürs Spiel. Nein, wurden nicht. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Weißt du, warum Abu Bakr nicht spielt? Oh. Weil dein Verein ein Verein, geldgeiler Verein ist. Wenn er noch eine halbe Stunde länger spielt, müsst ihr ihm noch mehr Bonus-Service geben. Wir lassen ihn nicht spielen, deswegen. Junge, wir haben kein Geld! Ja, wir haben kein Alicotti! Trotzdem werden wir Meister. Wallah, ich das Gala-Meister. Wallah, ich hasse Galatasaray. Wen mag ich denn außer Fener, Digga? Los, Gazal, Babyboy. Ich hab 1000 Euro Tickets, komm. Hier. Oben rechts ist der Meister, Digga. Oben links ist der Meister, oben links ist der Meister, Digga. Und links ist einfach so an, Digga, für den Clickbait. Also, ich will ja nicht sagen. Aber bei dieser. Was ein. Ich bin immer so laut, Digga, und bei Gras so leise. Wenn ich kurz fragen darf, Digga. Ja. Wieso ist bei Gras so leise? Besser gemacht bei euch. Ich finde das Heimvorteil. Was denn? Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Runter! Runter! Was war das, Gavin? Wenn er reingeht, dann weißt du, was passiert wäre, oder? Hier, guck mal hier, Galat hier bezahlt, alle haben hier bezahlt, dass sie ein bisschen Zeit spielen sollen. Ja, habt ihr gesehen, der Trainer hat sich mit Fernsehen getroffen. Baller, die wurden gesichtet. Egal wo ich hingehe, ich zieh rot-gelb am Arm, ja? Ey. Ich hab in meinem Leben noch nie so krass geschwitzt, weil er will das sogar. Komm, komm! Wusch, wusch! Er schießt einfach nicht! Er hat Geld bekommen! Warum pfeift er bei euch? Warum weil er Gala-Fan ist! Hat uns Digga! Er hat die letzten hast 4 Spiele von Gala gewonnen! Hast du die Position von Beşiktaş gesehen letztes Mal gegen Gala? Der Ball ist noch 1 Meter im Spielfeld! Er pfeift ab! Er sagt aus und dann kommt 3-1! Oh, alles klar, Statement! Achso, euer. Gala merkt, also, die wurden gesichtet! Der hat Geld bekommen! 11 Meter war auch 11 Meter! Alles klar, Digga! Digga, mein Puls, die ganze Zeit hoch, runter! Wir hätten noch so ein Puls-Dings machen müssen! Von jedem den Puls mit Apple Watch! Können wir mal kurz den Stuhl zeigen, den du mir gegeben hast? Den kennen die Leute schon. Ja. Zeig mal deinen Stuhl. Handelbank. Komm, wieder Kopfballtor, wieder Kopfballtor, wieder! Wieder! Ja! Ja! Stark. Ja! Ja! Wieder mit Anzeige! Wieder mit Anzeige! Stark. Mit Anzeige! Mit Anzeige! Er hat sich jetzt der Kunde, oder? Ich hab ihn gedeckt! Hatte jemand etwa einen Moralabsturz? Jetzt geht's mir gut, jetzt kann ich entspannen. Soll ich mal was sagen? Digga, als ich gesehen habe, Beşiktaş, ne, 1-0, ich war einfach gebrochen. Was ist denn? Naja, ein Moralabsturz. Ey, mir schreibt einfach der Trainer von Hatte. Aber bei 1-1, ne, da hatte ich noch Hoffnung. Warum? Was hab ich mit ihm zu tun, Dix? Er ist Deutscher, Bruder. Hast du ihn beleidigt? Nein, er hat mich damals... Hast du ihn beleidigt? Was? Und jetzt nochmal wunderberaubend schreibt er mir. Die Katalon. Jungs! Nein! Ah! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bruder, ich kann nicht! Er schießt ins Eck! Hä, was redest du eigentlich, Bruder? Oh mein Gott! Elfmeter! Was? Bruder, Elfmeter! Was redet der, Digga? Allah! Als Fener, ne, in der ich glaube, keine Ahnung, 18. Minute, glaube ich, das 1-0 kassiert hat, ne? Ich habe einmal ausgemacht, ich habe zweimal das Spiel ausgemacht, aber ich habe dann halt wieder angemacht. Bitte.
Was? Er macht so, er macht so! Ja, ein bisschen kuscheln, Digga. Die umarmen den Meister, er gratuliert ihm. Verstehst du? Er gratuliert ihn, er umarmt den Meister. Ja, ja, bei der 1-0, ja. Ja, ich schwöre. Mach Flugkopf mal, guck mal bitte. Junge, fühl ich. Er ist einfach Robin von Percy geworden, ja. Jungs, macht was jetzt. Walla, ruht euch nicht auf das 1-0 auf. Ich weiß ganz genau, wie ihr seid. Ihr werdet Krebs verursachen. Deine holländische Mutter, du. Goal, Digga! Warte. Ja! Ja! Ich hab's. Ah, der Mert hat ihn gekoppt, Digga. Warte. Ja! Du hast aber 1-1, Digga! Fenerheide! Das ist ein Tor, Bruder, Mann. Was ist, wir haben es doch 8-mal gesehen, ist kein Abseits. Er wartet, bis Geld auf PayPal ist. Ja. Mit diesem Druck kann ich nicht. Alter. Was ist los, Digga? Sorry. Digga, er hat mich einfach angespuckt, Digga, du Ekliger. Ich hab einfach Gebetswaschung gemacht. Ich hab Abdes genommen, Digga. Ich wollte gerade sagen, dass mich gleich mit dem Druck nicht klarkommt. Ich werd einfach angespuckt. Ich kam nicht mit dem Druck klar. Keine. Gib die 7 ab! Gib deine 7 ab! Spiel doch ab, mein Bruder! Ich bin auf Mert seine Reaktion gespannt bei dem Elfer von Fener. Gib ab, wenn's drauf ankommt, Digga! Schieß weg, Amanda Krim. Schieß doch endlich den Ball da raus, ja? Einmal rausschießen, ja? Oh, komm! Schieß drauf, du holländischer. Denker Bruder! Oh! Jetzt schick ihn doch! Du! Schick ihn doch! Ja! Spotte! 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 Oho. Ja, weil als ich das gesehen habe, Gala, ne, 1-0 hinten, boah, 1-1, Beşiktaş, Gala 1-0 hinten, Fener 1-0 hinten, ich dachte mir, was passiert hier gerade? Es war mega spannend, Leute. Resmen, Adembüyüke, yaram, Adembüyüke, yaram, yaram, oğlum siktir gidin ya. Ich vergesse mich gleich, Digga, valla. Valla psikolojim bozulmuş var. Gala ich diese Wunde berauben? Aus welcher Ecke hast du den rausgezogen? Keine Ahnung, Alter. Aus welcher so einer Schulregister hast du den rausgezogen? Bundiös ist der noch hin. Perfekt, Digga, Bundiös, Digga. Aha, valla, komm! Stimmt, da war ja was, der spielt ja auch noch. Gazan, mach irgendwas, Bruder. Du zählst den Hof zu zocken, Digga, komm. Hadi! Nein. Von diesem Schuss distanzieren wir uns. Okay, Statement zur Halbzeit, Jungs. Ich distanziere mich von Statements erstmal. Ja, stimmt, Digga. Du machst am besten gar kein Statement, ich Digga. Ich distanziere mich auch, Digga. Also, mir geht's auch überhaupt nicht gut. Deswegen würde ich sagen, wir sind in der zweiten Halbzeit wieder. Ja, voilà. Digga. Bitte! Schieß! Nein! Boah, ist so laut. Ja! Ich stimme, Digga! Ganz, ganz böse Szenario. Ja! Digga, ich will sein Gesicht sehen, wenn er merkt, dass Beşiktaş mit einem Tor Erster ist. Ja! Allah, bitte kein Abseits! Bitte kein Abseits! Ja, Bruder, ja! Nolur, güzel Allah'ım, nolur, güzel Allah'ım, nolur, 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 nolur. Vallahi ich fang 5 vakit an, vallahi. Vallahi ich fang 5 vakit an, ben Galatasaray gewinnt. Ich buch Mekka Ticket. Hadi komm, komm bitte her! Komm! Ja! Ja! Das ist so verarscht, Bruder. Genau jetzt wurde das Spiel verkauft. Ey, ich schwöre, der Motor mit diesem Stuhl hier. Wallah, guck mal was. Aha, Elfmeter! Elfmeter! Wie viel denn? Ja, aber. 10 Euro! 10 Euro, Elfmeter, ich schwöre! Wie heißt der Schiri? Ich muss ihm Geld überweisen, schnell! Digga, ich steck mir gleich in die Fresse, wenn er ausschreit! Oder irgendeiner hat Delay, ja. Irgendeiner vom Kato hat Hardcore Delay. Nein. Und liegt der Matsch von der Röder. Goal! Goal! Ja! Ja! Verlernde Katschirr der Bruder! Ich stimme, Digga! Ich stimme! Ich schwöre, merkt sein Gesicht, diese Null-Emotion, so null. Gala macht Tor.
Fener, nicht. So, du kannst nichts mehr machen. Du bist am Arsch, du. War sowieso schwer für Fener, also war wirklich sehr schwer. Unmöglich, da noch Erster zu werden. Ja! Ja! Walla, ich hab an Halil Umut Mera 10 Euro. Ah, Digga, was? Walla, was passiert dir, Digga? Bitte, Babbel, Bruder, ich küss doch deinen belgischen, Digga, deinen holländischen. Mensch, Alter. Digga, Walla, was passiert dir, Digga? Ich schwöre, wenn ich heute Herzinfarkt kriege, dann zurecht. Wenn du noch einmal einen Handpass machst, du kleiner Fick, ich dann jetzt ab und da! Komm schon, Baby, jeder Dusch. Einmal den Elfer mitnehmen und dann Gaza das Tor machen und 4000 Euro Meister werden und dann ist das Leben noch schön, Digga. Jetzt aber, spiel doch runter, du kleiner. Ich sag mal eine Sache, Leute, ich hab schon damit gerechnet, dass das so abgeht, weil kennt ihr noch die alten Videos von Mert und Can zusammen? Einfach wunderberaubend. Oh mein Gott! Oh mein Gott, bitte Gaza so schießen! Wie kann man da so der reingehen geht lassen? Ich glaube, jetzt sind der geht. Gaza schießt! Gaza, komm, Baby! Zombie-Scharke! Du musst sie machen, Bruder! Wenn es einmal drauf ankommt, du musst sie machen, Bruder! Das ist das wichtigste Erlebnis meines Lebens, du musst sie machen! Du machst ihn! Jetzt! Walla stark! Digga! Stimmt mir da jemand zu, dass bei zwischen Fener und Gala noch ein extremer Hass ist, als bei Fener und Besiktas oder Gala und Besiktas so? Ich weiß nicht, Digga, bei Fener und Gala ist für mich noch extremer so. Ist irgendwie komisch zu sagen, aber zum Beispiel Mert, der freut sich mehr, dass Besiktas gewinnt, als dass Gala gewinnt, so, wisst ihr? Da ist so ein extremer Hass auch, aber das ist halt irgendwie auch geil. Das ist hier noch ein Spieltag, du. Oder 3000 Euro. Gaza! Leute, distanziert euch von Wetten. Das sagt er. Er hat euch Meister gemacht, Digga. Oh mein Gott! Elfmeter, Bruder! Oh mein Gott, das ist Handspiel! Ist angeschossen, Bro. Was redest du, Bro? Ist doch angeschossen. Entspann dich, Digga. Ein Augenblick noch. Eine Sekunde noch. Ist so weit, Digga. Ja! Hat Besiktas verdient, Digga. Das war Besiktas Fener Gala, Digga. Ich glaube, das wird niemals mehr so spannend werden. Junge. Geiles Video. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.